Guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten Tag. Yes. Ich bin im Simon am Platz. Dieser Mann hier ist nicht d'accord damit, dass wir um 8 Uhr auf die Piste gehen. Entschuldigung. Nach 9 Stunden fahren. Entschuldigung. Das ist Nils. Nils ist einer meiner besten Kumpels und ich habe ihn gezwungen, mit mir in den Skiurlaub zu fahren, obwohl er tatsächlich relativ wenig Ahnung vom Skifahren hat. Schön, wenn du so weit. Ach so, und er musste meinen Kameramann spielen, obwohl er auch davon relativ wenig Ahnung hat. Nicht so, du. Leute, this is mein Outfit of the day. Ich habe meine Mütze oben vergessen. Was ich euch eigentlich erzählen wollte, war, dass ich meine Jacke vergessen habe, meine Mütze vergessen habe. Ich habe keine Handschuhe. Kein Schal. Ja, aber ich habe Snowboard-Schuhe. Freunde, ich habe jetzt ein Snowboard und eine neue Jacke, Handschuhe gekauft und dieses Ding. Deswegen mal schauen, wie das läuft. Ich habe meine Mütze vergessen. Ob das ein Problem ist? Du kannst auch meine haben. Hast du einen dabei? Ja, klar. Wo sagst du das jetzt erst? Ihr müsst euch halt vorstellen, Nils war seit 2018 nicht mehr Skifahren und er kommt einfach gar nicht klar. Schön, wenn du so weit. Und es ist einfach mega fahrlässig, dass er hier auf dieser Piste gerade ist. Er kommt ja nicht weg. This whole story. Er geht ab. Dieser arme Mann hat einfach sein Skier im Netz verfangen. Freunde, merkt euch immer, Übermut tut selten gut. Wie man bei diesem Mann dort erkennen kann. Ein Krieger, der sich nun entscheidet zu laufen. Leute, der Skifahrer mit den, der Snowboardfahrer mit den Skiern in der Hand. Von Pants. Leute, Fazit der Geschichte, es ist windig und ich fahre jetzt ohne Nils. Wenn ich mich jetzt hinhau, ist Content. Manchmal frage ich mich, mit wem ich eigentlich unterwegs bin. Dieser Mann malt hier... Das ist Evoli, okay? Evoli aus, aber das sind ganz komische Farben, die Evoli hat. Das ist ein shiny Evoli. Siehst du? Einfach den Stuhl. In diesem Laden. Leute, das war das geilste Kinderspielzeug, was es jemals gab. Und es ist immer noch verdammt satisfying. Okay, das tut wahrscheinlich echt weh. Es ist wirklich sehr wichtig, dass da steht, dass Alkohol der Gesundheit schadet. Hello! Zweiter Tag des Massakers. Ich bin gestern ein bisschen hingefallen und habe leichte Schmerzen im Hals. Leute, das wird toll. Das Wetter ist geil. Ich zeige euch jetzt die Aussicht nochmal, weil es einfach amazing ist. Ihr könnt es euch halt einfach nicht vorstellen. Es ist halt einfach nur schön. Wow. Und. Leute, ich fühle mich, als würde ich laufen wie so ein Teletubby, weil ich einfach schon 5-mal ausgerutscht bin gerade. Ich laufe wie so ein Troll. Ich kann nicht alleine laufen. Ich darf nicht abrollen, ich muss einfach so laufen. Wie so ein Alien. Ich kann jetzt schon nicht, wie soll ich Skifahren heute? Ich habe einen schrecklichen Helm. Er sieht schrecklich hässlich aus. Wusstest du, Nils, dass der zweite Tag das Schlimmste ist? Warum? Weil man Muskelpartien hat, die noch nicht daran gewöhnt sind. Und dann hat man einfach Schmerzen. Meine Muskeln sind an alles gewöhnt. Teras. Leute! Oh nein, hier ist Toss Musik. Und wir haben eine coole Hütte gefunden. Guckt euch die Aussicht an. Es ist wunderschön. Und da oben gibt es ein Dachgeschoss. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Und ich denke, ich werde jetzt einen kleinen IRL-Stream von hier klicken, weil ich glaube, das ist eine sehr geile Location dafür. Morgen und damit herzlich willkommen zum dritten Tag des Vlogs Geschichtenkram. Wir sind heute extra früh aufgestanden um 7 Uhr, weil wir fahren heute nach Hause. Aber ich wollte unbedingt noch mal Skier testen. Es ist auf jeden Fall früh, das Wetter ist einfach genial. Und jetzt muss ich noch eine Sache machen, Leute. Ob es bei euch wohl gerade genauso ist? I doubt it. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. So, ich habe mittlerweile meine Skisachen abgegeben und wir fahren jetzt nach Hause. Es ist heute wirklich ein fantastischer Skitag. True. Der junge Mann ist nicht Ski gefahren, yeah. Aber wir haben String Skis.
habe ich noch ein paar polnische Spezialitäten mitgenommen. Auf Zipki heißen die Dinger und das ist so polnischer Käse, den macht man auf so Grill. Freunde, wir fahren jetzt zurück nach Berlin. Es ist eine schreckliche Situation. Ich mag sie nicht. Das heißt, wir kommen zum Ende dieses Vlogs wahrscheinlich. Ich werde höchstwahrscheinlich nicht so filmen. Das heißt, ich mache einfach die Abmoderation hier an dieser Stelle. Ha! Ich hoffe, diese weirden Einblicke, von denen ich noch nicht ganz weiß, was alles ist, geworden ist, haben euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Freunde. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Folgt mir auf Social Media. Alles in den Links verlinkt unbedingt. Tschüss! Das ist das perfekte Schlusswort. I doubt it.